Ja, guten Tag und herzlich willkommen in unserem heutigen und ersten Makroscope Pharma Economic Policy Debate, ein Format, das wir als Verband Forschende Arzneimittelhersteller anbieten wollen, um ja aktuelle wirtschaftspolitische Fragen mit Ökonomen und also der Wirtschaftswissenschaft und auch der Industrie zu führen. Ein Austausch, den wir bislang in der Vergangenheit seltener gesucht haben, aber der meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach der wirtschaftspolitischen Debatte hier in Deutschland sehr gut tun würde. Der heutige Anlass der Debatte ist allerdings ja etwas bedrückender. Uns hat alle schockiert, dass seit fast 3 Monaten Krieg in der Ukraine herrscht, also Russlands Angriff auf ein benachbartes europäisches Land stattgefunden hat. Und was wir heute machen wollen, ist die ökonomischen Konsequenzen zu diskutieren und versuchen, Antworten darauf zu geben, wie wir ganz kurzfristig, aber auch längerfristig weitermachen können im Handel mit Russland, aber auch in den Bezügen von Energie. Für die Wirtschaft hat dieser Krieg die Rahmenbedingungen schon jetzt erheblich verändert. Am sichtbarsten wird das im Energiesektor. Und hier haben wir auch eine Grafik vorbereitet. Eine große Mehrheit der Unternehmen erwartet steigende Preise für Gas, auch für Energie. Und mehr als ein Drittel dieser Unternehmen rechnet auch damit, dass zukünftig weniger Energie zur Verfügung stehen wird. Was bedeutet das? Das heißt nichts anderes, als dass wir uns auch auf einen strukturellen Wandel einstellen müssen. Bisher rentable Geschäftsmodelle werden in Frage stehen und auch ja, energieintensive Industrien werden sich zumindest umstellen müssen. Ja, hinzu kommt, dass wir auch eine Diskussion darüber führen, ob wir ein Embargo auf Energie gegenüber Russland aussprechen sollen. Und diese politischen Forderungen werden sehr kontrovers diskutiert. Und wir wollen heute diskutieren, ob auf ein Energieembargo auf russische Energie ein industrieller Blackout folgen wird. Also, hierzu haben wir 3 prominente Gäste und berufene Gäste eingeladen, die ich hier gerne in die Runde holen möchte. Zum Ersten haben wir Sabine Nikolaus. Sabine Nikolaus ist Leiterin von Böhringer Ingelheim und ich freue mich sehr, dass Sie heute zu uns gestoßen sind. Sie sind verantwortlich für 16.000 Beschäftigte hier in Deutschland. Weltweit haben Sie über 50.000 Beschäftigte. Also ein innovatives Pharmaunternehmen, was auch gewisse Bezüge zur chemischen Industrie hat und das auch jeden 5. umgesetzten Euro wieder in Forschung und Entwicklung steckt. Das heißt, wenn sich bei Ihnen die Geschäftsbedingungen verändern, hat das auch unmittelbare Auswirkungen auf Innovationsaktivitäten. Frau Nikolaus, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns sind. Ich würde Sie an dieser Stelle einfach ganz konkret fragen, als Verantwortliche für ein Unternehmen, die jetzt mit einer ganz neuen Situation umzugehen hat, wie wirkt sich dieser Krieg, der jetzt seit fast 3 Monaten in der Ukraine herrscht, ganz konkret auf Ihr Unternehmen aus? Was haben Sie ganz kurzfristig umstellen müssen? Und ja, welche Risiken haben Sie neu auf dem Tisch, die Sie jetzt versuchen abzufedern? Ja, guten Nachmittag, Herr Dr. Michelsen. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dieser hoffentlich sehr spannenden Diskussion. Und ja, Sie haben es schon gesagt, wir sind ein globales Unternehmen. Das bedeutet aber auch, dass wir eine als auch in Russland Geschäfte haben, Niederlassungen haben. Glücklicherweise sage ich jetzt mal keine Produktion. So war unsere allererste Tätigkeit, zwischen Kolleginnen und Kollegen möglichst in Sicherheit zu bringen. Dann haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie können wir die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten unterstützen und haben große Spenden, Freistellung für Mitarbeitende, für humanitäre Hilfe, erstmal Programme aufgestellt, weil das ist für uns das Allerwesentlichste. Es geht uns in allererster Linie um die Menschen. Ja, und ein anderes Thema, auf das wir uns erstmal einschließen, es sind ja lebenswichtige Medikamente. Unsere Medikamente, die wir nach Russland und in die Ukraine liefern, stehen auf der Essential Drug List. Das heißt, es sind lebenswichtige Medikamente. Das heißt, ein ganz großes Thema, wir möglichst die Lieferung unserer Arzneimittel sowohl in die Ukraine als auch nach Russland weiter aufrechterhalten. Und das hat natürlich auch seine Problematiken. Bis jetzt gelingt es uns mit aller Vorsicht relativ gut. Dann das ganz große Thema, sind unsere Lieferketten stabil? Und wie sieht es mit der Sicherheit bzw. verfügbaren Energiequellen aus? Das heißt, wir haben im Unternehmen erstmal alle Liefer-
Beziehungen und auch alle verwendeten Energiequellen und Lieferanten wirklich gründlich überprüfen, natürlich ganz insbesondere für unsere wichtigsten Produktionsstandorte in Europa und in Deutschland. Dann haben wir Pläne zur Schadensbegrenzung erstellt, die es uns einfach ermöglichen, den Betrieb im Fall eines Ausfalls auch für einige Zeit aufrechterhalten. Dazu muss man sagen, dass unsere deutschen Standorte nicht alle gleich energieabhängig sind. Wir haben einen großen Standort, der etwas autarker ist, weil wir da schon ein Biomassekraftwerk hätten, aber das dient natürlich nicht dazu, die gesamte Produktion aufrechtzuerhalten. Und wir haben geschaut, was können wir als Ersatzquelle zu Gas, von dem wir auch abhängig sind, einkaufen oder verwenden. Wir können ein paar Wochen mit Öl überbrücken an unseren beiden größten Standorten und Biberach, an denen wir forschen, entwickeln und produzieren, sind halt nur maximal 3 bis 4 Wochen. Und eines vielleicht auch noch dazu, wir haben einfach auch nicht die Infrastruktur vorrätig oder schon auf Vorrat letztendlich gebaut, um auf eine alternative Energiequelle kurzfristig umzusteigen. Was wir auch tun momentan ist, dass wir da, wo es geht, und das ist in ganz begrenztem Maße, die Produktion sowohl von Ausgangsstoffen als auch von Arzneimitteln da hochfahren, wo es geht, um einfach einen gewissen Vorrat zu haben. Aber Sie können sich auch vorstellen, das ist natürlich, weil wir ja ständig produzieren, auch entsprechend unsere Nachfragen nur in ganz begrenztem Ausmaß letztendlich möglich. Das heißt also, wenn Sie jetzt fragen, wo sehen wir Risiken, dann sind es einfach erstmal die Lieferketten, die bestehenden, die möglicherweise nicht auf Dauer stabil sind. Und das Zweite ist tatsächlich die Versorgung ganz konkret mit Gas von uns, von unseren Standorten, aber natürlich auch unserer Zulieferbetriebe, weil wir sind natürlich nicht allein autark und machen alles selber, sondern da kommt, wie Sie schon sagen, auch die gesamte Wertschöpfungskette dazu und viele Ausgangsstoffe. Ich sage jetzt zum Beispiel mal Blister für die Verpackung unserer Tabletten oder Papier für Beipackzettel und so weiter und so fort. Ich möchte dennoch sagen, und das ist mir ganz wichtig, dass wir uneingeschränkt politischen Initiativen unterstützen, um die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas so schnell wie möglich zu vermindern. Da stehen wir voll und ganz dahinter. Das ist nicht die Frage. Aber wir haben es gesehen, insgesamt bei der umbare Energiequellen kann es einfach nicht von heute auf morgen passieren, sondern wir brauchen eben gewisse Zeit und das sind eher Jahre denn Monate, weil es geht ja auch um die Anpassung einer Infrastruktur. Und deswegen sagen wir, ja, es soll passieren, aber wir können die negativen Auswirkungen auf die Industrie und damit auf die Gesamtgesellschaft, die sollten eben nicht aus den Augen verloren werden und deswegen eine Anpassung mit Augenmaß und in entsprechender Zeit so schnell wie möglich, aber eben auch nicht überstürzt. Vielen Dank, Frau Nikolaus. Ich möchte dazu holen Jens Südekum als Professor für Volkswirtschaftslehre, International Economics an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ja, du berätst in verschiedenen Funktionen die Gremien der Bundesregierung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat dich mal ganz schmeichelhaft porträtiert mit "Das ist der Ökonom der Mächtigen". Also allgemein gesprochen kann man sagen, wo wichtige wirtschaftspolitische Debatten geführt werden, bist du nicht ganz fern, eher nah dran. Also an dich die ganz konkrete Frage. Die EU, die USA und viele andere Länder haben jetzt sehr schnell nach dem russischen Angriff mit Sanktionspaketen reagiert. Die waren ja schon recht umfangreich, haben auch direkte Auswirkungen auch auf unsere Wirtschaft hier. Wenn wir jetzt nach 2,5 Monaten da mal einen Strich drunter ziehen, treffen wir damit Putins Wirtschaft? Ist Putin tatsächlich auf dem Weg in ein neues Nordkorea, wie du das, glaube ich, mal in einem Interview beschrieben hast? Ja, hallo erstmal in die Runde. Vielen Dank. Also die Frage, ob die Sanktionen Russland treffen, die kann man eigentlich nur mit Ja beantworten. Also die Sanktionen, die bis jetzt schon verabschiedet wurden, es waren ja insgesamt 6 Pakete, die haben schon eine erhebliche Wirkung gezeigt. Vor allem im Bereich der russischen Importe, also was Russland eben jetzt noch von anderen Ländern bezieht, das ist dramatisch eingebrochen. Im Verlauf des Krieges, in den jetzt 3 Monaten, um fast 50%.
Das betrifft insbesondere natürlich Deutschland. Also jetzt sind gerade neue Zahlen rausgekommen. Im März ist sozusagen das, was Russland importiert aus Deutschland, um 60% eingebrochen gegenüber dem März des Vorjahres. Ja, und die Gründe sind natürlich vielerlei. Also zum einen greifen da einfach die Sanktionen, die Restriktionen, die auferlegt wurden. Auch die Unsicherheit, dass viele Unternehmen, selbst wenn sie jetzt nicht direkt sanktioniert sind, gar nicht mehr wissen, wie sie quasi den Zahlungsverkehr organisieren sollen, weil ja die russischen Banken zum Großteil sanktioniert sind. Und es kommt auch noch dazu freiwillige Rückzüge von vielen Unternehmen, die einfach sagen, wir wollen mit Putin nichts mehr zu tun haben. Das heißt, das wirkt auf jeden Fall. Und das sieht man auch, wenn man im Prinzip so Berichten aus Russland glaubt. Ja? Also ich meine, die westlichen Güter verschwinden eben zusehends aus den Regalen in Moskau und St. Petersburg, die Importe. Interessanterweise auch Importe aus China sind betroffen. Wir haben immer gedacht, dass das dann irgendwie kompensiert wird und Russland dann mehr aus China importiert. Nein, auch das passiert nicht. Die Regale sind nicht leer, was daran liegt, dass Russland einen ziemlich hohen Grad an Selbstversorgung in vielen essentiellen Bereichen hergestellt hat. Also Lebensmittelknappheit droht nicht unmittelbar. Letztlich auch, weil Putin, das weiß man jetzt in der Rückschau, eigentlich seit 10, 15 Jahren sich systematisch auf diese Situation jetzt vorbereitet hat. Ja, und letztendlich auch sichergestellt hat, dass dort in so einem Fall bei Sanktionen nicht unmittelbar das Schlimmste wie Hungersnöte oder so etwas drohen. Aber trotz allem, der Lebensstandard in Russland ist empfindlich getroffen. Bei den importierten Gütern ist die Inflation weit oberhalb von 20%. Und das ist mal ein Fakt. Und weitere Aspekte kommen dazu. Ein massiver Braindrain, also alle, sagen wir mal, pro-westlich demokratisch gesinnten jungen Leute oder viele von denen sehen auch zu, dass sie Russland verlassen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar der wichtigste Kanal, warum letztendlich die wirtschaftliche Entwicklung von Russland massiven Schaden genommen hat und wahrscheinlich schon jetzt der Lebensstandard Russland um 20, 30 Jahre zurückgeworfen wurde. Sag jetzt mal aus dem Bauch heraus. Auf der Exportseite, darüber werden wir heute reden, da ist nichts Vergleichbares passiert. Also die russischen Exporte nach Europa und auch nach Deutschland sind überhaupt nicht eingebrochen. Im Gegenteil, sie sind gestiegen und aufgrund der gestiegenen Energiepreise sogar massiv gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat im März sogar um 70%, ja, was natürlich im Wesentlichen an den Energieexporten Russlands, also Öl und Gas, liegt. Darüber werden wir ja sprechen. Und daraufhin hat Russland jetzt einen Rekordwert bei seinem Handelsbilanzüberschuss ausgewiesen. Ja. Aber das ist kein gutes Zeichen, jetzt ist sozusagen kein Zeichen von Stärke. Auch der gestiegene Rubelkurs, der jetzt notiert wird, ja, der Rubelkurs ist ja erst sehr stark eingebrochen, es hat sich dann erholt. Auch das ist kein Zeichen der Stärke, das ist letztendlich ein Spiegelbild dessen, was dort passiert. Die Exporte laufen bis auf Weiteres, die Importe sind massiv eingebrochen, damit der Lebensstandard ist eingebrochen. Und ja, das ist die Situation. Also ich möchte persönlich jetzt gerade nicht in Moskau oder St. Petersburg sein, aus wirtschaftlicher Sicht. Ob das Ganze jetzt reicht, also ob wirtschaftlich genug Dampf auf dem Kessel ist, dass eine Bewegung in Russland in Gang kommt, in Richtung Regime Change, ja, also ob kurzfristig diese Effekte ausreichen, um irgendwie Putin von der Macht zu putschen, das ist eine ganz schwierige Frage, ne? Das kann ich als Ökonom auch schwer beurteilen, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, aber die Frage jetzt, gibt es wirtschaftliche Effekte, negative wirtschaftliche Effekte durch die Sanktionen, da gibt es von mir ein eindeutiges Ja. Ja, vielen Dank. Das ist die Außensicht auf Russland. Trotzdem gibt es auch hier noch die Diskussion, ob man genau diese Energieflüsse, dieses Handelsbilanz, den Handelsbilanzüberschuss generieren, nicht auch abschneiden sollte. Und genau dazu habe ich noch unseren dritten Gast hinzugenommen, Professor Rüdiger Bachmann. Du bist aus den USA zugeschaltet und lehrst dort an der University of Notre Dame Makroökonomie. Du warst einer mit anderen Kollegen der Ersten, die sich mit einer Studie zu den Auswirkungen eines Gasembargos an die Öffentlichkeit gewagt haben. Damit hast du dir nicht nur Freunde gemacht, und warst aber damit zumindest prominent in den Medien. Markus Lanz hatte dich dann jüngst genannt, den Bud Spencer unter den Ökonomen. Rüdiger, du vertrittst die Auffassung, dass ein Embargo für russisches Gas ökonomisch verkraftbar sei. Und an dich die Frage, warum denkst du, dass dieses Embargo so wichtig ist, anschließend an das, was auch Jens gerade skizziert hat? Ja. Hallo, ja, auch von mir vielen Dank, dass ich dabei sein darf für die Einladung. Gute Idee. Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich vielleicht noch ganz kurz auf die Frage
eingehen, die du Frau Nikolaus gestellt hast. Was ist eigentlich die Auswirkung auf die deutschen Unternehmen? Ganz einfach, weil ich da auch gerade sozusagen druckfrisch neue Erkenntnisse habe. Und zwar habe ich heute gerade morgen oder gestern Abend einen IFO-Schnelldienst fertig geschrieben, wo wir die Umfrage, die April-Umfrage tatsächlich des Münchner IFO-Instituts auswerten. Das gibt ein bisschen einen Blick sozusagen jetzt nicht nur von einem Unternehmen, sondern von, und die IFO-Umfrage ist relativ repräsentativ. Das ist ja, hat einen hohen Qualitätsstandard, damit man so ein gesamtes Bild bekommt, wie die deutschen Firmen so drüber nachdenken. Und da findet man durchaus Erstaunliches, ehrlich gesagt. Und zwar können wir da tatsächlich abfragen, was die Umsatzerwartungen sind, aber wir fragen auch Szenarien ab, und zwar schlecht Worst-Case- und Best-Case-Szenarien und können dadurch Unsicherheit messen. Und zwar dadurch, wenn eben oder ein bekanntes Unsicherheitsmaß in der Ökonomik ist, sozusagen der Unterschied zwischen dem Best- und Worst-Case-Szenario, wenn der also auseinandergeht, dann sind die Unternehmen sich unsicher über ihre Zukunft. Und was man da tatsächlich feststellt, ist, dass eigentlich die Unternehmenserwartungen relativ flach sind. Also es gibt keinen massiven Einbruch, wie wir das etwa zu Beginn der Corona-Krise gesehen haben. In der Tat aber die Unternehmen unsicherer geworden sind. Also die durchschnittliche Spanne zwischen dem Worst- und dem Best-Case-Szenario der Unternehmen bezüglich ihrer Umsatzerwartungen geht tatsächlich nach oben. Allerdings muss man auch sagen, mäßig, wenn man es vergleicht mit der Corona-Krise. Also die Corona-Krise war für die deutschen Unternehmen eindeutig der größere Deal, sagen wir mal so. Jedenfalls noch. Das ist, wie gesagt, die Ergebnisse aus der April-Umfrage. Und was vielleicht auch interessant ist, diese Ergebnisse sind, und das haben wir auch abgefragt in der Sonderumfrage oder in der Sonderfrage da, was interessant ist, diese Unsicherheits- und Erwartungsergebnisse sind unabhängig davon, wie sehr die jeweiligen Unternehmen von einem Gasembargo oder von einem Gasrückgang bei sich betroffen werden. Auch das fand ich interessant. Das heißt also, die Unternehmen sind zwar unsicher, aber es scheint eine allgemeinere Unsicherheit zu sein und nicht so speziell, was ihre Exposure gegenüber Gas, russischem Gas angeht. Also das nur nochmal sozusagen, um auf das Bild sozusagen von der wirtschaftswissenschaftlichen Seite und der sozialwissenschaftlichen Seite abzurunden, wie eigentlich die deutschen Unternehmen über solche Fragen nachdenken. Ja, jetzt zum Embargo. Also ich möchte vielleicht gleich mal von vorne weg sagen, ich denke, dass das die Frage politisch erledigt ist. Also jedenfalls das Gasembargo. Beim Ölembargo muss man mal schauen. Die Ungarn haben inzwischen gesagt, dass sie sich möglicherweise rauskaufen lassen würden. Ich vermute mal, da ist eher dass wenn man es wirklich will, ist das eine Frage des Preises. Es ist aber auch nicht klar, dass Deutschland das unbedingt will. Und dass man sich vielleicht auch ganz kommod hinter dem scheinbaren ungarischen Widerstand verstecken kann. Also da ist viel Nebel, würde ich sagen, politischer Nebel, was das Ölembargo angeht. Beim Gasembargo ist es klar, die Politik hat das abgelehnt, mehrheitlich. Und damit muss man jetzt leben, auch als Ökonom, beziehungsweise ist ja auch okay. Die Frage ist halt, was uns ja sowieso am Anfang nur interessiert hat, war ja eine positive Frage, nämlich was wären die Auswirkungen eines solchen Embargos? Was ja vielleicht das wahrscheinlichere Szenario inzwischen ist, also zwischen den beiden Szenarien machen wir das, das halte ich für so gut wie ausgeschlossen, und dem Szenario macht Putin das möglicherweise noch, das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich. Ja? Dagegen muss sich natürlich eine deutsche Politik wappnen. Wie stark? Das hängt davon ab, wie wahrscheinlich man das Szenario hat. Und es hängt eben auch davon ab, wie schlimm man denkt, dass die Auswirkungen wären. Und da gibt es durchaus eine interessante Beobachtung, würde ich sagen, dass nämlich diejenigen, die in der politischen Diskussion denken, dass die Auswirkungen besonders groß sind, nicht unbedingt zu denen gehören, die auch sagen, man müsste jetzt besonders starke Maßnahmen ergreifen. Also da gibt es ein bisschen eine Inkonsistenz in der wirtschaftspolitischen Beratung. Ja, was würde das Embargo bringen? Was würde es bringen, meiner Meinung nach? Fangen wir mal damit an. Ich denke, dass es ein klares Signal wäre. Es würde einen nochmal einen, und vielleicht, und das, und da muss man dann tatsächlich nicht nur über das Embargo nachdenken,
sondern auch über sozusagen weniger harte Maßnahmen wie eben einen Zoll, ein Treuhandkonto, ein Nachfragekartell. Das sind ja alles unterschiedliche Varianten im Grunde genommen, sozusagen Renten umzuverteilen, weg von Russland im Grunde genommen. Das Embargo ist sozusagen das Extremfall, wo eben gar nichts mehr nach Russland geht, allerdings auch bei uns nichts mehr ankommt. Ja. Und die Frage ist halt, was bringt es? Ich würde sagen, es bringt jetzt vor allen Dingen ein klares Commitment, eine klare Kommunikation von Preispfaden, dass der private Sektor versteht, dass es im Zweifel noch teurer wird, auch teurer werden kann im Winter und sich entsprechend anpasst. Vor allen Dingen bei einem Zoll, der eskaliert, also den man jeden Monat erhöht, wenn sich die Lage auf dem Schlachtfeld nicht geändert hat, zum Beispiel. Das wäre ein klares Signal, eine klare Forward Guidance durch die Politik an den privaten Sektor. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist strategisch, dass man halt Russland klar macht, dass man nicht erpressbar ist. Gerade heute haben wir wieder die Diskussion jetzt über die neue EU-Guidance. Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Rechtsauffassungen zwischen Polen und Niederlanden. Hört man, die EU-Kommission denkt, dass die Doppelkontenlösung, die jetzt viele Gasimporteure bevorzugen, also sowohl ein Euro-Konto als auch ein Rubel-Konto bei der Gazprombank zu haben, dass das okay ist. Ob das juristisch nicht in Ordnung ist, das weiß ich nicht. Es gibt inzwischen auch auf sozialen Medien prominente Juristen, die das sogar juristisch in Frage stellen, also dass die EU-Kommission sogar gegen ihr eigenes Recht verstößt. Das kann ich nicht beurteilen, aber ökonomisch ist es schon so, dass man hiermit denn doch den ökonomischen Geist der ursprünglichen Sanktionen selber unterläuft, weil man jetzt quasi den russischen Geschäftsbanken, die so quasi national Zentralbanken im internationalen Zahlungsverkehr macht. Und das unterläuft natürlich zum Teil die eigenen Sanktionen. Jetzt kann man sagen, das ist noch sozusagen, wie gesagt, selbst im Buchstaben des Gesetzes enthalten, zeigt aber doch, wie erpressbar man ist letztlich. Oder dass man eben Deals machen muss, die unklar sind, wo Nebel drin herrscht, wo dann auch letztlich die Öffentlichkeit nicht genau überprüfen kann, wer trägt das Wechselkursrisiko am Ende. Darum geht es ja ökonomisch, sozusagen müssen das die westlichen Importeure tragen, trägt das Russland, etc., etc. Also man bleibt halt immer wieder, wenn man kein Gasembargo macht, kein Energieembargo, bleibt man halt mit solchen Spielchen und Tricksereien politisch erpressbar und projiziert Schwäche, politische und vielleicht auch militärische Schwäche, und das mögen andere beurteilen, ob das wirklich gut ist oder nicht. Ja, danke, Rüdiger. Das war schon relativ umfangreich. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen und vielleicht noch mal den Blick darauf lenken, wie abhängig wir eigentlich zumindest im Stand März waren von russischer Energie. Da haben wir auch eine Grafik, glaube ich, vorbereitet, die uns zeigt, wie viel Prozent der jeweiligen Energieträger wir aus Russland beziehen. Und einerseits sieht man, dass wir bei Gas zumindest im Stand März 55% aus Russland bezogen haben, Steinkohle immerhin 45% und Rohöl gutes Drittel unseres Konsums. Das ist schon eine ganze Menge und erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum man da sehr zögerlich ist. Jetzt ist da schon einiges passiert. Jens, wenn du Rudi Bachmann so zuhörst, warum machen wir das Embargo eigentlich nicht? Also warum, wenn wir uns damit unglaubwürdig machen, warum gehen wir denn ökonomisch nicht an der Stelle all in und sagen, wir akzeptieren das nicht? Was ist da deine Einschätzung? Du bist noch stumm. Sorry, Entschuldigung. Ja, bei der Embargo-Frage, bei Kohle und Öl, bei Kohle ist es ja im Wesentlichen vollzogen, bei Öl ist jetzt gewisse Unsicherheitsfaktoren, wo es noch um diese Raffinerie in Schwedt vor allem geht, ja, aber auch da ist ja viel passiert, also von den 33% sind wir ja quasi runter auf jetzt nur noch 12%. Also da ist ja in den letzten Wochen wahnsinnig viel passiert. Und wenn man der Bundesregierung glaubt, dann ist auch für Schweden eine Lösung gefunden, sodass wir dann irgendwann auch auf absehbare Zeit bei Null angekommen sind. Gut, bei Gas, ich meine, das ist die Frage, über die wir dann reden können. Das ist eben der sensibelste Bereich und die Auswirkungen sind natürlich ziemlich unsicher, was passieren würde, weil es so ein Szenario in der Form auch noch nie gegeben hat. Es gibt die verschiedenen Schätzungen. Rudi hat eine vorgelegt. Es gibt eine Reihe von anderen Schätzungen, die gekommen sind, die sich jetzt aber auch nicht
wirklich fundamental davon unterschieden haben. Also ich würde es so sehen, die ersten Kommunikationsstränge der Bundesregierung, die dann irgendwie Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut als Szenario an die Wand gemalt haben, das ist mittlerweile klar, dass das völlig übertrieben war. Und das würde ich auch sagen, das war ein Fehler, weil man solche Signale nun auch nicht nach Russland senden will, ja, dass man dermaßen verletzlich ist, dass man sozusagen in Massenarbeitslosigkeit hier oder Massenarmut landen würde. Trotz allem, wenn ich jetzt mal eine Studie herausgreife, nicht die von Rudi, sondern die Gemeinschaftsdiagnose, also da, wo Klaus Michelsen ja lange Jahre sozusagen mitgearbeitet hat, die haben das ja auch versucht durchzusimulieren, was passieren würde. BIP-Verlust im Vergleich zum Referenzszenario in der Basisvariante von 5%, was ja ein Wort ist. Und wenn man genau hinschaut, industrielle Wertschöpfung minus 13%. Das ist ja quasi eine Art von Rezession, die dann insbesondere den Industriesektor treffen würde, anders als bei Corona. Minus 13% industrielle Wertschöpfung, das ist schon heftig. Ja. Auch mit der Gefahr hin, ob dort eben dann Wertschöpfungsketten, Lieferketten final zusammenbrechen, eventuell auch nicht wieder aufgebaut werden nach Ende des Krieges, weil zum Beispiel Investitions- und Standortentscheidungen dann gegen Deutschland getroffen werden. Das sind alles sind große Unsicherheitsfaktoren. Und auf der anderen Seite ist ja die Frage, was kriegt man dafür? Ja, also was ist der tatsächliche Einfluss, wenn jetzt diese Zahlungen, die wir täglich leisten und die uns natürlich wehtun, auch moralisch, wenn die ausbleiben in Russland, was wäre der Effekt auf den dortigen Kriegsverlauf? Würden wir dann vielleicht ein Szenario beschleunigen, dass das System Putin wirklich dann schneller implodiert? Das ist die große Frage. Das ist eine extrem unsichere Frage. Und ich kann verstehen, dass man das nicht leichtfertig entscheiden will, so ein Embargo zu verhängen. Und Rudi hat es ja gesagt, die Entscheidung ist relativ schnell getroffen worden. Das ist auch meine Beobachtung, dass die Bundesregierung gesagt hat, das ist uns zu heiß, die Nummer. Ja, das machen wir nicht. Und sich auf eine andere Strategie festgelegt hat, nämlich, ich nenne es mal Anpassung ohne Knappheit, ja, also dass man so ein bisschen versucht, auf Zeit zu spielen und so lange Gas eben aus Russland ranschafft, solange es möglich ist und zusieht, dass man dieses Gas speichert. Ja. Der Speicherstand ist seit Anfang März von ungefähr 21% auf heute schon 41% gestiegen. Man hat zeitgleich versucht, alternativ die LNG-Terminals aufzubauen. Da ist auch enorm viel passiert. Es bleibt jetzt auch nicht mehr nur sozusagen unverbindlich bei Gerede, sondern die Bundesregierung hat jetzt ein Memorandum of Understanding unterschrieben, ist mit 2 Milliarden Euro in Vorleistung gegangen, dass in Brunsbüttel ein LNG-Terminal tatsächlich kommt, auch nach neuestem Standard, was man also langfristig auch für Wasserstoffimporte nutzen kann. Also auf der Angebotsseite ist viel passiert. Und auf der Nachfrageseite ist auch schon was passiert, aber noch nicht genug aus meiner Sicht. Ja? Denn wenn wir jetzt in dieses Szenario reinkommen, ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich, dass wir in dieses Szenario reinkommen, nicht weil wir selber das Embargo verhängen, sondern weil Putin den Hahn zudreht. Wir müssen uns ja nur überlegen, die Situation, ich habe es ja beschrieben, die Importe sind eingebrochen. Also Russland hat zwar Devisen, ja, aber kann sich von diesen Devisen nicht mehr so wirklich viel kaufen, ja, weil es die ganzen Restriktionen gibt, was die Exporte nach Russland angeht. Und von daher stellt sich so ein bisschen die Frage, ja, was passiert denn überhaupt mit den Devisen? Was soll Putin mit den Devisen anfangen, wenn er sich nicht so wirklich was dafür kaufen kann? Ja? Dann wird irgendwann sich die Frage für ihn auch stellen, drehe ich dann nicht besser den Hahn zu? Und ich meine, die Signale werden ja immer deutlicher. Wir hatten das Thema mit der Durchleitung in der Ukraine, dann hatten wir das Thema mit den Rubelzahlungen, dann hatten wir das Thema mit den Sanktionen gegen Gazprom Germania, gerade um zu verhindern, dass Deutschland Gas speichert. Ja, das sind ja alles quasi so Konfliktherde, die auch eskalieren, und es ist durchaus wahrscheinlich, dass irgendwann einfach Putin auch zum Letzten greift und sagt, so, ich ziehe euch jetzt den Stecker, wie es bei Polen und Bulgarien ja schon passiert ist. Ist für ihn auch nicht leicht, weil allein physisch scheint es so zu sein, wenn dieser Gasstrom einmal versiegt und die Pipelines leer laufen, dann geht auch da viel irreparabel kaputt. Ja? Gut, aber auf der anderen Seite haben wir ja auch gesagt, wenn wir uns mal von russischem Gas befreit haben, dann ist das für immer. Ja? Und wir haben nicht vor, diese Ströme dann wieder irgendwann aufzubauen. Von daher ist diese Infrastruktur irgendwann sowieso obsolet. Also kurzum, ich gehe davon aus, dass wir uns mit diesem Szenario eines Lieferstopps durch Putin ganz akut beschäftigen müssen. Ja? Politisch ist es natürlich auch eine ganz andere Situation, als selber ein Embargo zu verhängen, weil da ist politisch klar, wer der verantwortlich ist, nämlich in dem Moment Putin. Aber wir müssen uns da vorbereiten, und aus meiner Sicht müssen da die Anstrengungen noch erheblich gesteigert werden, dass wir tatsächlich uns auf dieses Szenario so gut wie möglich eben vorbereiten.
Ja, vielen Dank, Jens. Anstrengen ist ein gutes Stichwort. Wir sind schon um 15.30 Uhr, also haben schon die halbe Stunde voll gemacht. Gern die Einladung in den Chat, auch Fragen zu stellen, die wir gerne hier aufgreifen wollen. Aber jetzt, Rüdiger, mit der Bitte, das vielleicht einfach sehr knapp zusammenzufassen. Ihr sagt in eurer Studie, der Ausstieg wäre zwar teuer, aber ökonomisch verkraftbar. Worauf stützt ihr diesen Optimismus, Stichwort Elastizität der Nachfrage? Wie schätzt du das ein und wo kommt dein Optimismus her, dass wir das gut wegstecken können? Also zunächst mal muss man ja sagen, dass wir ja jetzt, Jens hat es tatsächlich schon angesprochen und da auch ganz großes Kompliment an die Bundesregierung und insbesondere an das Wirtschaftsministerium und der Habeck. Wir rechnen ja noch mit einem wesentlich pessimistischeren Szenario, als jetzt passieren würde. Also wir rechnen ja noch mit einem, wir gehen ja noch von 55% aus und also wir modellieren dann einen 30-prozentigen Schock. Die 25% erklären wir im Papier, wie das substituiert wird. Ich glaube, wir sind inzwischen in einem besseren Szenario. Der Schock wäre vermutlich deutlich kleiner, eben wegen der Arbeit von Habeck, als 30%. Also sagen wir mal, die Annahmen, die wir im Papier gemacht haben, sie sind auch hinter dem zurückgeblieben, was Habeck innerhalb von 2 Monaten schon geschafft hat. Das ist der eine Grund, warum ich sehr optimistisch bin. Also ich verstehe Habecks Kommunikation, under promise and over deliver, das ist politisch natürlich super smart, aber ich würde auch sagen, dass wir das eigentlich geahnt haben. Also wir haben das Habeck tatsächlich zugetraut und so ist es auch gekommen. Also das ist mal der erste Punkt. Inzwischen haben wir tatsächlich echte Evidenz, dass man viel machen kann von politischer Seite. Der zweite Punkt ist, es gibt, glaube ich, so eine Mikro-to-Makro-Fallacy hier im Sinne von, dass es völlig klar ist, dass aus einzelwirtschaftlicher Perspektive unter Umständen ein Gasausfall katastrophal wäre. Also für einen bestimmten Betrieb und für viele bestimmte Betriebe wäre ein Gasausfall nicht zu verkraften und möglicherweise könnte sogar das wirtschaftliche Ende dieses Betriebs bedeuten. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Das bedeutet aber eben gerade nicht, dass das auch für die gesamte Volkswirtschaft der Fall sein muss. Die gesamte Volkswirtschaft hat andere Mechanismen, und zwar je weiter man hochgeht in die Wertschöpfungskette, andere Mechanismen, um Substitution zu leisten. Ja? Also einerseits kann man natürlich, also der private Haushalt, und auch das haben wir gesehen beim Öl, wir haben ja einen massiven Umsatzeinbruch trotz der höheren Preise beim Benzin gesehen. Das heißt, die höheren Preise haben in der Tat dazu geführt, dass die Leute einfach weniger Auto gefahren sind. Das geht und das ist durchaus, die Größenordnung war durchaus im Bereich dessen, was sozusagen frühere Studien, was die Substitutionselastizität beim Benzinpreis eben vorhergesagt haben. Auch da, denke ich, ist die empirische ökonomische Wissenschaft ganz gut bestätigt worden. Und ja, wie gesagt, beim Gas, es kann durchaus sein, dass einige Produkte ausfallen werden, aber ganz kurz, internationaler Handel wird dazu führen, eben, dass an jeder Stelle der Wertschöpfungskette sozusagen eine neue Chance besteht, sie nicht abreißen zu lassen, wenn sie sozusagen vorher, wenn es vorher in Deutschland Probleme gibt, weil man eben Zwischenprodukte oder auch Endprodukte ganz grob oder ganz kurz gesagt importieren kann. Und drittens, ja, mein Optimismus basiert auf Erfahrung. Wir haben ja durchaus Erfahrungen mit vergleichbaren Situationen. Denke man an verschiedene Kriegswirtschaften, die ökonomischen Historiker haben das sehr gut dokumentiert, sowohl in den USA, wo ganz schnell, als die USA im Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, wo ganz schnell ganz neue Dinge produziert worden mussten, innerhalb von einem Jahr, auch das Deutsche Reich hat das geschafft. Auch das war zum Schluss sozusagen betroffen von internationalen Handelsrestriktionen, musste sehr viel in Autarkie herstellen, wurde innerhalb von ganz wenigen Monaten oder Monaten geschafft. Wir haben das Beispiel Japans, Fukushima, die zwar einen hohen Kapitalausfall aufgrund des Erdbebens gesehen haben, aber die Energieseite selber hat nach einschlägigen Studien wenig Schaden angerichtet. Und das letzte Beispiel ist Chile. Das ist ein Beispiel, das ich auch nicht kannte bis vor einer Woche. Den hat Argentinien mal den Gashahn zugedreht. Und Chile ist durchaus vergleichbar mit Deutschland, was die Wichtigkeit zum Beispiel der chemischen Industrie angeht. Und die haben einen 0,5 Prozentpunkt Bruttoinlandsproduktwachstum, Verlust dadurch erfahren. Chile ist
anders. Es war ein kleines Land. Es ist nicht die ganze Welt. Ich verstehe, es gibt schon Unterschiede. Aber ja, es ist nicht so, dass wir weder von der Theorieseite noch der empirischen Seite überhaupt keine Evidenz hätten, was das tun würde. Und deswegen bin ich relativ optimistisch. Wobei, wie gesagt, letzter Satz, 3% oder 5%, die Jens ja angesprochen hat, das ist ja nicht nichts. Also, und es kann auch, wenn man falsche Politik macht, noch viel schlimmer werden. Und da müssen wir dann drüber reden, was ist eigentlich die Politik, um das möglichst zu begrenzen. Ja, genau. Sabine Nikolaus, jetzt haben Sie den beiden Professoren zugehört. Und was geht Ihnen dabei? Was geht Ihnen dabei durch den Kopf, wenn Sie das als Unternehmenslenkerin hören? Und warum haben Sie an der Stelle möglicherweise auch Bauchschmerzen? Ja, also mir geht vieles durch den Kopf. Ich versuche es strukturiert und einfach zu halten. Zumal kann ich den Optimismus vom Herrn Bachmann nicht so ganz teilen. Also erstmal sind ja zwei verschiedene Dimensionen. Einmal ist es die Verteuerung der Energiekosten. Und ich sage jetzt mal zum Beispiel Öl, was ja durchaus als Alternative beschaffbar ist. Da habe ich deswegen Bauchschmerzen, weil nach Angaben des VCI bereits jetzt bei Marktaustritten als Gründe vermehrt die enorm gestiegenen Energiepreise genannt werden. Das heißt also, es kostet jetzt schon in Existenzen. Das ist das eine. Ich gebe aber beiden Vorrednern auch recht dahingehend, dass die Verteuerungspreise ein großes Thema ist, ein Problem. Aber das Thema Gas und plötzlicher Gaslieferstopp ist wirklich das viel größere Szenario, das mir Bauchschmerzen bereitet. Und ich möchte auch gerne sagen, warum, weil tatsächlich das Gas wäre nicht so schnell zu ersetzen. Ich habe da zwei Themen, die ich dazu ausführen möchte. Das eine ist, wie gehen wir bei Böhringer Ingelheim generell damit um, die energetische Transformation unserer Energie zu beschreiten. Und ein Beispiel ist bei unserem Standort, wo wir, wie gesagt, schon vor 3 Jahren die Entscheidung getroffen haben, nicht auf Öl, nicht auf Gas zu setzen, sondern eben aus Nachhaltigkeitsgründen ein Biomassekraftwerk zu bauen. Ich denke jetzt mal, wir sind in der Entscheidung sehr schnell gewesen, wir sind im Bauen sehr schnell, weil wir wirklich da einen großen haben, weil damit wäre unser Standort wirklich überwiegend unabhängig von Gas und von Öl. Und von der Entscheidung bis zur Fertigstellung dauert es mehrere Jahre. Von den Kosten mal ganz abgesehen, das sind rund 200 Millionen, die uns diese Investition kostet. Und rund ein Viertel davon ist alleine zur Erneuerung der Infrastruktur. Das heißt also, an diesem Beispiel möchte ich nur sagen, kann die Industrie diese Transformation beschreiten? Sollte die Industrie diese Transformation beschreiten? Ja, aber es geht nicht schnell und es kostet enorm viel Geld. Das ist das erste Thema. So, nun mal angenommen, es würde uns gelingen. Dann gibt es jetzt aber noch ein ganz anderes Thema. Das ist die Abhängigkeit der Lieferketten voneinander. Und ich habe Beispiele, ganz konkrete Beispiele, weil ich rede jetzt nicht über die Gesamtheit der Industrie, sondern ich rede ganz konkret von zwei Unternehmen, von denen die pharmazeutische Industrie abhängig sind. Und das ist nicht nur Böhringer Ingelheim. Das eine ist die BASF, die auf Gas nach eigenen Aussagen absolut angewiesen ist. Und das zweite ist ein Hersteller, der uns auch zum Beispiel die Firma Schott in Mainz. Die Firma Schott in Mainz heizt mit Gas ihre Schmelzwannen. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist doch nicht so schlimm, wenn Schott nicht mehr liefert, wer liefert dann? Denn dann liefert jemand anders. Aber A, ist Schott ein Unternehmen, auf das ganz, ganz viele angewiesen sind. Ich sage jetzt nur mal Impfstoff, weil zum Beispiel oder andere Ausgangsstoffe. Wenn die Schmelzwannen einmal abgekühlt sind, dann sind die zerstört. Das heißt, man kann nicht einfach Gas unterbrechen, nachher wieder zuführen und alles funktioniert wieder. Und die Beschaffung dieser Schmelzwannen ist auch kein schneller Prozess. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, einige Ausgangslieferstoffe werden einfach nicht mehr gesourced von Deutschland. Ja, dann sucht man sich natürlich andere. Jetzt kommt aber noch eines dazu. Wir sind als pharmazeutische Industrie, ob biotechnologisch oder pharmazeutisch-chemische Industrie, ein regulierter Markt. Das heißt also, all unsere Ausgangsstoffe sind registriert, sind zertifiziert. Diese Zertifizierungen dauern. Die sind nicht von einem und meistens auch nicht von einem Monat auf einen anderen so schnell wiederherstellbar. Das heißt also,
also, dass wir uns mal eben, wenn ein Lieferant ausfällt, ihr uns woanders umtun und sagen, wir kriegen die gleiche Qualität mit der gleichen, mit den gleichen Lieferbedingungen und auch noch zertifiziert, einfach mal so. Das funktioniert nicht. Und von daher sage ich, es ist eben für die pharmazeutisch-chemische und pharmazeutisch-biotechnologische Industrie nicht so einfach, irgendwohin auszuweichen. Wir können das nicht. Wir sind abhängig von den Lieferketten. Viele Lieferkettenfirmen sind abhängig von den russischen Gaslieferungen. Und deswegen ist das meiner Meinung nach ein ganz, ganz großes Thema. Und zumindest für unsere Energie, für unsere Branche kann ich sagen, das ist nicht nur mit einem kleinen Schaden behaftet, wenn es ein Gasembargo gibt. Das ist tatsächlich eine große Katastrophe. Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne so ein bisschen den Blick auch Richtung Zukunft wenden, weil es jetzt ja viel darüber gesprochen wird, was sind die unmittelbaren Konsequenzen. Politisch scheint vieles auch schon entschieden zu sein. Wir haben aber auch noch mal ein Zitat mitgebracht, was vielleicht ein bisschen Optimismus schürt. Und zwar hat Annalena Baerbock mal gesagt, wir sind jetzt darauf vorbereitet, auch mehrere Jahre ohne russisches Öl auszukommen, dank neuer Lieferverträge. Und vor einigen Wochen noch hätten wir ja einen sofortigen Lieferstopp nicht durchstehen können. Das waren die Einlassungen. Robert Habeck hat sich da in ganz ähnlicher Weise geäußert. Rüdiger Bachmann hat da schon was zu gesagt, aber ich gehe noch mal zu Jens Südekum. Jens, was ist da politisch passiert? Was wurde unternommen? Und funktioniert das? Kann man jetzt die richtigen Weichen stellen und auf welche zeitliche Perspektive hin können wir uns hier umstellen? Welchen Optimismus kannst du hier an dieser Stelle mit uns teilen? Ja, ich denke, was Sabine Nikolas ja gerade gesagt hat, ich glaube, das ist jedem in Berlin klar, dass man nach Möglichkeit ein solches Szenario vermeiden will. Ja, also die sogenannte Gasmangellage, Stufe 3 im Gasnotfallplan, das möchte man vermeiden. Und das war der wichtigste Grund, eben nicht von sich aus ein Embargo zu verhängen. Aber nochmal, wenn Putin den Hahn zudreht, dann müssen wir uns natürlich mit dieser Situation beschäftigen. Und deswegen ist es wichtig, die Zeit, bis das passiert, zu nutzen, um sich optimal darauf vorzubereiten. Auf der Angebotsseite, wie schon gesagt, ist einiges passiert. Die LNG-Terminals, wenn alles gut läuft, fängt das erste schwimmende Terminal noch dieses Jahr an, was zu liefern. Ab 2023 kommen die nächsten und dann kommen irgendwann die festen Terminals. Das heißt also, das Problem entspannt sich dann ja in dem Moment. Das heißt jetzt, nächstes Jahr ist die Angebotsseite schon viel, viel besser, als sie aktuell ist. Auf der Nachfrageseite ist aber der Punkt. Also jetzt soll man erstmal sagen, käme jetzt der Lieferstopp morgen, dann würde ja nicht sofort die Industrie stillgelegt, sondern wir haben ja jetzt erstmal die relativ bequemere Situation mit den Speichern. Der Speicherstand, wie gesagt, ist jetzt bei 40%, nicht mehr bei 20. Dann die privaten Haushalte, wir sind nicht mehr in der Heizperiode und bis wir in die nächste Heizperiode kommen, der Industriebedarf kann aus den anderen Quellen gedeckt werden, also Norwegen und so weiter. Ja? Das heißt, ungemütlich wird es erst im nächsten Winter. Ja? Also wenn die Heizperiode beginnt, die Gemeinschaftsdiagnose rechnet dann im Prinzip mit der Rationierung für die Industrie ab Februar 2023. Das heißt, da ist natürlich auch eine gewisse Zeit, sich darauf vorzubereiten. Aber da, wo es nicht geht, die Betriebe, wo wirklich irreparable Schäden entstehen würden, müssen dann aus meiner Sicht eben auch prioritär versorgt werden bei der Gasmangellage. Und um das vorzubereiten, also die Frage war ja, was ist jetzt quasi der wichtigste Schritt, ist, wir müssen beim privaten Verbrauch noch was tun. Ja, also bislang kommt jetzt, glaube ich, ab Juni so eine Kampagne, Energiesparkampagne und so weiter. Das ist wichtig, ja, also dass man den Leuten irgendwie praktische Tipps gibt, wie könnt ihr im Alltag Gas sparen und dadurch Putin treffen. Also nicht so oft warm duschen und pipapo. Aber das wird nicht reichen, also nur mit Appellen. Da müssen wir quasi auch an die Preise ran. Ja? Deswegen ganz wichtig ist jetzt beim Energiesicherungsgesetz, sobald die Stufe 2 ausgerufen ist, und das kann jederzeit passieren, können ja dann auch die langfristigen privaten Verträge mit den Gasversorgern geändert werden. Und das heißt, die gestiegenen Gaspreise werden dann durchgereicht. Ja? Das heißt, in dem Moment schnell die Gaspreise für die privaten Verbraucher durch die Decke. Und das wird, Rüdiger hat es ja gesagt, wird, wir haben ja beim Benzin gesehen, dann auch seinen Effekt haben, was das private Heizverhalten angeht. Und deswegen ist dann wichtig natürlich, das Ganze zu kombinieren mit einer Kompensation. Wir können den Leuten nicht einfach sagen, so, ihr habt jetzt nicht mehr eine Gasrechnung von 100 Euro pro Monat, sondern 600 Euro pro Monat und in diesen Dimensionen wird das sein. Und dann sagen, ihr seht mal zu, wie ihr damit klarkommt. Also das funktioniert nicht. Ja? Man muss dann natürlich die Haushalte, die darunter wirklich
existenzieller Leiden dann entsprechend auch kompensieren. Ja? Aber so, dass die Anreize zum Energiesparen erhalten bleiben. Und da gibt es Modelle. Also von daher, die optimale Vorbereitung ist aus meiner Sicht beim privaten Gasverbrauch noch viel mehr zu tun. Denn je mehr wir das schaffen, desto weniger Gefahr besteht für diese Lieferketten in der Industrie und desto weniger ist sozusagen dieses Szenario, die Frau Nikolaus da völlig zu Recht beschrieben hat, desto unrealistischer sind die dann, dass die dann eben tatsächlich eintreten würden. Ja, vielen Dank. Ich kürze gerade so ein bisschen ab und möchte noch weiter in die Zukunft gehen und möchte da auch, weil es gerade eben schon angeklungen ist, Jens, du hast die möglichen Konsequenzen auch für unseren Wohlstand aufgegriffen. Rüdiger, wenn wir gesamtwirtschaftlich auf die Folgen der Krise blicken. Wir haben jetzt relativ schnell gelernt, dass wir strategische Abhängigkeiten haben, dass das teuer sein kann, wenn diese Abhängigkeiten sich dann materialisieren in Form von Lieferstopps. Wenn wir das in unserem zukünftigen Handeln berücksichtigen, dann würde das eigentlich ja auch bedeuten, dass Sicherheit ihren Preis hat und dass wir uns dauerhaft auf teurere Energie einstellen müssen. Das bedeutet das aus deiner Sicht im Umkehrschluss, dass wir jetzt auch ein dauerhaft niedrigeres Wohlstandsniveau in Deutschland haben werden, wenn wir unser Geschäftsmodell an dieser Stelle verändern müssen? Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass ich Jens da total zustimme. Das war übrigens auch einer der Punkte, einer der weniger sozusagen gewürdigten Punkte unseres damaligen Policy Briefs schon im März, dass wir auf der Nachfrageseite einfach viel, viel mehr tun müssen. Und das haben wir immer noch nicht ganz geschafft. Ich glaube, dass es im Prinzip verstanden wurde, aber wie gesagt, den privaten Haushalten diese Zumutung zu machen, und Jens hat die Zumutung beschrieben, das fällt der Politik unglaublich schwer, auch mit den Landtagswahlen, die jetzt gerade vorbei sind, die jetzt wieder kommen werden im Herbst. Also das ist schwierig, aber ich denke auch, dass das gemacht werden muss. Und nochmal, es muss umso mehr gemacht werden, je weniger man unserem optimistischen Szenario glaubt und einem pessimistischen Szenario anhängt. Das muss klar sein. Also da volle Unterstützung, da müssen wir tatsächlich noch ran, was die Nachfrage angeht. Gut, jetzt der ganz langfristige Blick. Ich würde nicht sagen dauerhaft. Ich glaube, was tatsächlich eben passiert ist jetzt, wir haben schmerzhaft die dritte große Externalität, um das mal zu nennen, des 21. Jahrhunderts entdeckt. Die erste ist der Klimawandel offensichtlich. Die zweite war die Pandemie. Das heißt also, auch die Pandemie ist eine Situation, wo privates Handeln nicht die sozialen Kosten widerspiegelt, weil eben, wenn ich rausgehe und Hunderte von Leuten anstecke, die sozialen Kosten deutlich höher sind als das, was ich habe als vielleicht junger Mensch, der eine einfache Erkältung aufgrund einer Coronavirus-Infektion hat. Ältere Leute in dieser Kette verlieren dadurch ihr Leben. Also auch da sind die privaten Kosten ganz unterschiedlicher Art von den sozialen Kosten. Und wir haben jetzt eine sicherheitspolitische Externalität entdeckt, indem wir nämlich unser Wirtschaftsmodell offensichtlich, und das politisch durchaus gewollt, aufgebaut haben auf einen Handel mit Diktaturen und solchen Diktaturen, die uns durchaus erpressen können. Uns erpressen können und direkt die Sicherheit und im Falle der Ukrainer tatsächlich sogar Leib und Leben unserer Nachbarn angreifen können. Das haben wir entdeckt. Nebenbemerkung politisch, es war einzig und allein die Grüne Partei, die alle drei dieser Externalitäten, dieser großen Externalitäten des 21. Jahrhunderts, analytisch richtig erkannt hat, und zwar frühzeitig. Das gilt auch für Annalena Baerbock zum Beispiel bei der sicherheitspolitischen Externalität, die immer erkannt hat, dass die Gasabhängigkeit Deutschlands eine Waffe in den Händen Russlands ist. So, die haben wir jetzt entdeckt. Die wird jetzt plötzlich eingepreist. Also natürlich wird die eingepreist durch politische Entscheidungen, durch letztlich moralische politische Entscheidungen. Man könnte ja auch entscheiden, das kümmert uns überhaupt nicht, was in der Ukraine angeht, und wir machen halt weiter Geschäfte mit Putin. Das wäre ja durchaus auch eine Möglichkeit, ist moralisch aber vermutlich nicht vertretbar. Also müssen wir jetzt sozusagen, dieser Preis ist jetzt nach oben gegangen.
Es ist allerdings so, würde ich sagen, dass dieser Preis ja langfristig sowieso nach oben gegangen wäre wegen der anderen Externalität, der ersten, der klimapolitischen Externalität. Mit anderen Worten, die langfristigen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, nämlich am Ende dazusteht mit nur noch erneuerbaren Energien, die gehen ja in die gleiche Richtung. Klammer auf, beim Gas ist es so, dass es kurzfristig durchaus mal in die falsche Richtung gehen kann, weil wir jetzt vielleicht länger Kohlekraftwerke laufen lassen müssen oder auch Öl mit Öl arbeiten müssen. Ist allerdings, wenn man sich genau anguckt, jedenfalls da, wo diese Aktivitäten im europäischen Zertifikatehandel drin sind, klimapolitisch nur scheinbar ein Problem, weil es halt nur intertemporal, also man verpestet die Umwelt eben früher, muss dafür aber später sozusagen. Das ist vermutlich ein Scheinproblem oder größtenteils ein Scheinproblem. Aber immerhin, also jedenfalls langfristig, du hast nach der langen Frist gefragt, geht das ohnehin in die gleiche Richtung. So, und die Frage ist jetzt, insofern ist es tatsächlich so, dass wir jetzt einen Preis präsentiert bekommen für eine Zeit, wo wir ja letztlich dann zu billig, die Energie war eben einfach zu billig, beziehungsweise sie war nie so billig, die Kosten tragen jetzt die Ukrainer. Das ist aber das Problem, wenn die Leute, die eben von etwas profitieren, die Kosten nicht zu tragen haben. Und das ist eben ein klassisches, das nennt man eben Externalität. So, also jetzt, das ist so, das heißt, wir werden auch Kapitalien abschreiben müssen, schneller abschreiben müssen, als wir das durch den Klimahandel ohnehin hätten tun müssen. Und das bedeutet zunächst mal einen temporären Wohlstandsverlust. Ich bin aber nicht sicher, und jetzt ist die Frage, jetzt wird bei manchen wird gesagt, sagt, auch mein Kollege Bayer hat das ja gestern sehr prominent vertreten, dass es tatsächlich sein kann, dass in Europa oder in Deutschland bestimmte Geschäftsmodelle, die auf billige Energie, russische Energie basieren, überhaupt nicht mehr möglich sind. Da bin ich nicht so pessimistisch oder beziehungsweise da würde ich sagen, lassen wir das den Markt und die deutschen Ingenieure doch mal rausfinden oder überhaupt die Ingenieure der Welt doch mal rausfinden, ob das wirklich so sein muss. Das glaube ich, kann man einfach noch nicht wissen. Wenn wir dann mal sozusagen im wirklich neuen Zustand, im neuen Gleichgewicht der 100% erneuerbaren Energien sind, wer weiß, was es da alles noch für technische Innovationen gibt, sodass es am Ende möglicherweise sogar sein kann, dass wir vielleicht sogar billige Energie, dass Energie am Ende billiger geworden ist und diese Geschäftsmodelle jedenfalls dann wieder tragbar sind. Und dann muss man jetzt eine politische Entscheidung treffen, hält man das für möglich und ist in der Lage, so ähnlich wie bei der Steinkohle war es eben falsch, weil da hat man zu lange einen Übergang subventioniert. Hier ist die Frage, subventioniert man einen Übergang und die Transformation oder subventioniert man sozusagen ja, tote Industrien? Wie gesagt, ich glaube, das wissen wir einfach noch nicht. Das müssen wir rausfinden. Ich würde das auch in der Stresssituation, in der wir sind, irgendwie politisch jetzt nicht entscheiden wollen. Da kommt es jetzt irgendwie nicht drauf an. Deswegen habe ich auch überhaupt nichts dagegen, der Industrie jetzt erstmal zu helfen, über diese Zeit hinwegzukommen, also zu helfen fiskalischerseits von Staatsseite aus, unter Wahrung der Energiesparanreize natürlich, aber ansonsten zu helfen. Und lassen wir uns das später herausfinden. Letzter Punkt, den ich machen will, kurzfristig oder mittelfristig, und das ist jetzt eine Frage nicht so sehr des Wohlstandes, sondern des Mixes von unserer ökonomischen Aktivität. Ich glaube, die nächsten 10, 20 Jahre, das war aber auch aufgrund des Klimawandels schon immer klar, werden ein Jahrzehnt oder Jahrzehnte der Investitionen werden. Das heißt, unsere ökonomische Aktivität muss sich wegentwickeln, zum Teil für eine Weile, weg vom Konsum. Okay? Das heißt, wir werden bestimmte Dinge einfach, da wir bestimmte Angebotsrestriktionen haben, wir haben nur so und so viele Arbeitsplätze, also so und so viele Arbeitnehmer, so und so viel Kapital. Wir werden dahin kommen müssen, dass wir mehr diese Aktivität in investive Aktivitäten schicken. Das heißt einerseits, Stichwort 100-Milliarden-Programm bei der Bundeswehr, wir werden Waffen bauen müssen. Das ist ein Investitionsprogramm im ökonomischen Sinne. Und wir werden eben im Bausektor alle möglichen Dinge und im baunahen verarbeitenden Gewerbe massiv sozusagen aufbauen müssen, Kapazitäten aufbauen müssen und bestimmte konsumtive ökonomische Aktivitäten werden vermutlich einfach nicht mehr so, werden zurückgedrängt werden. Da werden die relativen Preise zwischen Investition und Konsum werden sich so verschieben, dass die Investitionen stärker,
stärker eine größere Rolle spielen. Wie gesagt, das wird noch verstärkt, glaube ich, durch diese Ukraine-Krise, war aber ohnehin klar durch die klimapolitische Transformation. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass es ein niedrigerer Wohlstand ist, vielleicht auch temporär, aber mit dem Ziel, auf einen höheren Wohlstand, auf ein höheres Wohlstandsniveau zu kommen, das bedeutet allerdings temporären Konsumverzicht und höhere Investitionen. Ja, Jens, du hattest das ja auch schon in den Diskussionen um die Energiewende immer wieder gesagt. Das kann auch eine Chance sein, eben ein Geschäftsmodell daraus zu machen. Also die Technologien, die wir hier entwickeln, auch eben zu exportieren. Siehst du das in diesem Fall, also wenn man so möchte, diesen viel beschworenen Cold Turkey, ist das auch nach wie vor die Situation, wo man diese Chance ergreifen kann? Oder wie siehst du die Lage? Ja, es stecken schon Chancen drin. Also so ähnlich wie die Corona-Pandemie ja der Katalysator für die Digitalisierung war, kann das, was jetzt gerade passiert, natürlich auch der ultimative Katalysator für die Energiewende sein. Und ein Stück weit ist es ja auch so. Jetzt haben wir natürlich das Problem, die Übergangsphase ist jetzt unangenehmer. Also russisches, billiges russisches Gas war in gewisser Weise eingeplant im Rahmen der Energiewende als Brückentechnologie. Ja, und das fällt jetzt aus. Und die Brücke lautet jetzt LNG-Gas und das ist nun mal teurer. Ja? Und das macht die Energiewende teurer, aber auch dringlicher in gewisser Weise. Ja? Denn die Brücke ist jetzt unangenehm, das heißt, wir haben einen Anreiz, sie möglichst noch schneller zu überwinden. Das muss aus meiner Sicht jetzt eben passieren. Ja? Dann ist auch eine Chance da drin. Für mich ist jetzt der wichtigste Punkt dabei, auch wirklich die klare Ansage zu machen, mit russischen Energieimporten ist Schluss. Ja, und zwar für immer. Und wir gehen nicht jetzt bei irgendeinem billigen Waffenstillstand schnellstmöglich zum Status quo ante zurück. Warum? Weil dadurch dann sämtliche Anstrengungen, die wir gerade jetzt machen im Bereich LNG, die dann später H2-ready, also grünen Wasserstoff auch importieren sollen, die würden dadurch konterkariert. Ja? Also wer baut denn ein LNG-Terminal auf, wenn irgendwie die Aussicht aufs Geschäftsmodell ist, ja, helft uns mal über 1-2 Jahre und dann seid ihr wieder weg, dann holen wir uns wieder das billige russische Pipeline-Gas. Also diesen Fehler dürfen wir nicht machen, ja? Sondern da müssen wir jetzt sagen, wir gehen all in, wir ziehen jetzt genau die Schlussfolgerung Freiheitsenergien, ja, und machen eine auf europäischer Ebene wirklich breit angelegte Investitionsagenda, was erneuerbare Energien angeht, mit den industriepolitischen Konsequenzen, die das dann hat. Das wäre das, was ich mir vorstelle. Ja, vielen Dank. Sabine Nikolaus, auch hier jetzt sozusagen als Schluss für diese Runde nochmal die Perspektive aus der Industrie. Ja. Sie haben ja einerseits gehört, was in der ganz kurzen Frist von unseren Kollegen Ökonomen hier gesagt wird und was die langfristigen Perspektiven sind. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Perspektiven auch für die Industrie in Deutschland? Was darf kurzfristig nicht passieren und was muss langfristig getan werden? Ja, ich kann mich da eigentlich relativ gut dem Herrn Südikum anschließen. Kurzfristig ist ganz klar, dass die gesamte Industrie mit Hochdruck daran arbeitet, die Risiken der Energieversorgung zu reduzieren. Das ist ganz klar, das ist ja in unserem eigenen Interesse, gar keine Frage. Ich bin auch ganz beim Herrn Südikum zu sagen, das kann auch nicht einfach sein, wir schon wieder schielen drauf, vielleicht gibt es noch mal billiges russisches Gas, sondern tatsächlich, das sollte nachhaltig sein. Und wie auch der Herr Bachmann schon gesagt hat, das ist ja sowieso etwas, die energiepolitische Transformation ist etwas, was sowieso ins Haus gestanden wäre, was wir sowieso vornehmen hätten müssen. Und ich bin auch jemand, ich sehe gerne auch Chancen und ich sehe tatsächlich jetzt in der momentanen Situation die Chance zur Beschleunigung der nachhaltigen Energieversorgung, weil die Dringlichkeit hier jetzt schnell nachhaltige Lösungen zu finden und zu implementieren, ist jetzt einfach enorm gewachsen. Und von daher sehe ich das als eine Chance, genauso wie in Corona die Chance zur Digitalisierung lag, jetzt tatsächlich die Energiepolitik, die Transformation schneller hinzukriegen. Sollte aber natürlich so passieren, dass sie für unsere Wirtschaft verkraftbar ist. Das ist für mich das ganz, ganz. Und eine Idee hätte ich auch dabei, was wir auch sehen am Beispiel aus unserem Haus, was ich Ihnen ja genannt habe, wie wichtig es ist, die Unterstützung der Behörden und der Politik beim Umbau von Infrastrukturen zu haben, nämlich das Genehmigungsverfahren wirklich beschleunigen zu lassen und Pragmatismus walten zu lassen, wenn es um Zertifizierungen oder Zulassung geht. Das ist für mich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der hier nicht genannt ist, der aber die Transformation natürlich auch helfen kann zu beschleunigen. Weil wie gesagt, wir können nicht einfach jetzt mit LPG-Gas arbeiten oder sonstigem. Ja, das sind Infrastruktur,
Wechsel, die da notwendig sind und die müssen bewältigt werden. Und da natürlich auch behördliche Unterstützung zu haben und Verwaltungsprozesse zu beschleunigen, kann eine große Hilfe sein. Ja, danke. Wir haben da ja auch ein ganz gutes Beispiel. Also die Impfstoffproduktion in Marburg wurde ja auch relativ zügig auf die Beine gestellt, obwohl viele, die da anfänglich mitdiskutiert haben, gesagt haben, das dauert Jahre, bis so ein Werk zugelassen ist. Ja. Üblicherweise ist das ja auch so, das muss man ja auch dazu sagen. Aber in der Situation gab es eine ganze Menge Pragmatismus, die dazu geführt hat, dass eben diese Prozesse viel, viel zügiger abgewickelt wurden. Das bringt mich doch jetzt noch mal ganz kurz zurück zu Rüdiger Bachmann. Also diese Frage der Elastizitäten, ne? Also wie schnell sind wir eigentlich? Vielleicht auch Jens, vielleicht hast du auch dazu eine Meinung. An welchen Schrauben müssen wir denn da drehen? Also wir haben jetzt diese Genehmigungs- und Zertifizierungsfragen hier einerseits adressiert. Habt ihr da beide noch einen Punkt dazu? Ja, also ich würde sagen, die Beispiele, die du genannt hast, zeigt eben, dass wir regelmäßig geneigt sind, Elastizitäten zu unterschätzen. Elastizitäten sind eine Funktion von vielem, von Technologie, von Physik, Biologie, aber eben auch von dem regulatorischen Rahmen. Und wir sehen es ja gerade bei den schwimmenden LNG-Terminals oder auch bei den festen. Auch da gibt es ja super beschleunigste Genehmigungsverfahren. Das heißt, da geht schon viel, wenn man muss. Und ja, die Historie zeigt eigentlich, da ist es sehr gut, sich mit Wirtschaftshistorie, da habe ich viel von Wirtschaftshistorikern gelernt. Wenn man sich mit Wirtschaftshistorikern unterhält, wie gesagt, wenn es muss, dann geht's. Wie gesagt, wir sehen das in vielen Kriegswirtschaften, ist das der Fall. Moritz Schulerig hat ja damals auch einen großen Aufsatz, also während der Corona-Krise, während der Impfstoffdiskussion geschrieben, Deutschland braucht eine Kriegswirtschaft. Das war vielleicht ein bisschen martialisch und übertrieben, vor allen Dingen von im heutigen Nachhinein, wo wir tatsächlich einen Krieg haben. Aber die Idee ist klar. Es geht vieles in Notsituationen, was eben vielleicht im Normalbetrieb nicht so geht. Und da, glaube ich, sollten wir weder unseren politischen Apparat noch, und das betone ich jetzt und ausdrücklich auch mit sozusagen Verneigung an die Industrievertreterin hier, noch mit unserem, noch an der Fähigkeit unserer Ingenieure zweifeln. Jens. Ja, kann ich mich bei den Punkten absolut anschließen. Ich meine, jetzt bei Energie, wenn wir nur die Dimension, wir brauchen ja bis 2030 ungefähr eine Verzehnfachung des Angebots erneuerbarer Energien. Ja? Also das, was in all den Jahrzehnten vorher verschlafen wurde von allen Regierungen, muss jetzt innerhalb kürzester Zeit gelingen. Und dafür muss aus meiner Sicht die Bereitschaft natürlich da sein, das Geld muss da sein, aber es vor allem auch sozusagen an diesen ganzen administrativen Prozessen. Also wir können nicht bei jedem Windrad, was irgendwo aufgebaut wird, dann noch irgendwie 6 Jahre durch alle Instanzen klagen. Das funktioniert nicht. Also dann zerschießen wir das Industriemodell, das wir haben, von selber. Und ich hoffe, dass das einigen, die sozusagen das auch so ein bisschen als Hobby betrieben haben, ja, also alles Mögliche zu verhindern durch Klage, auch so ein bisschen jetzt mal so auch nachdenklich werden, ob das wirklich in jedem Fall so sein muss. Aber auf der anderen Seite ist es eben ein administrativer Prozess, dass man eben diese Genehmigungsverfahren entsprechend so beschleunigt, die Beteiligungsverfahren, dass das eben einfach nicht mehr so möglich ist. Das ist eine Frage, wo vor allem die Juristen gefragt sein werden, das Ganze quasi so auszugestalten, dass die Energiewende nicht am Ende vor den deutschen Verwaltungsgerichten scheitert. Ja, ganz wunderbar. Das hat uns jetzt noch mal ein bisschen eine Perspektive gegeben und vor allen Dingen auch eine Einordnung in das, was uns ohnehin eigentlich seit Jahrzehnten hätte beschäftigen sollen, wo aber möglicherweise ein Anlass von außen benötigt wird, um das Ganze dann in Gang zu setzen. Ich nehme aus der Diskussion mit, dass das eine große Herausforderung wird. Das bestreitet, glaube ich, hier in der Runde niemand. Das bestreitet, das mahnt die Industrie an. Ich glaube, in der Volkswirtschaftslehre wird das etwas abstrahierter gesehen und da möglicherweise ja die konkrete Bedeutung nicht so ganz bewusst gemacht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Austausch, eben genau diese beiden Perspektiven zusammenzubringen. Das war das Anliegen der Veranstaltung heute, liebe Frau Nikolaus, liebe Kollegen Bachmann und Südekum. Vielen, vielen Dank für die spannenden 60 Minuten. Die sehr, sehr schnell vorbei sind. Ich glaube, wir können feststellen, dass die Diskussion gut war und manierlich war. Das ist ja in diesen Tagen auch immer ganz wichtig. Und ich kann noch darauf verweisen und würde mich freuen, wenn Sie in Zukunft auch in dieser Diskussion immer wieder mit dabei wären. Wir möchten gerne
diese wirtschaftspolitische Debatte weiterführen, veröffentlichen auch einen Economic Policy Brief, den wir auch wärmstens ans Herz legen, zu abonnieren. Und wenn Sie all diese Informationen gerne haben möchten und aktuell auf Stand sein möchten, dann folgen Sie uns doch einfach auf Twitter. Sabine Nikolaus ist dort zu finden, Rüdiger Bachmann ist dort nicht zu übersehen, Jens Südekum ist ebenfalls dabei. Und wenn Sie uns, dem VfA, @VfA Pharma, folgen wollen oder mir persönlich, dann freut uns das umso mehr. Vielen Dank für die spannende Debatte und vielen, vielen Dank für die Zeit.